Hi Dudes, nachdem ich mich in der letzten Episode tierisch aufgeregt habe über Sigtis Gaudusson, den ich ja wirklich nie leiden konnte, geht's hoffentlich diese Episode eine ruhiger, vermutlich nicht zu verkaufen. Jetzt erstmal die Sachen, die ich nicht brauche, Helme, so ziemlich weil ich alles, ziemlich was überladen ihr braucht. Bin. Oh, dieser Gegner, ey, ohne Witz, und dann darf ich den nochmal gegenübertreten. Gleich. Vergesst nicht, oh, ich bin immer noch überladen, bis zum geht nicht mehr. Falls ihr etwas braucht. Ich hatte einen Traglasttrank eben an und Moment, das hier hatte ich eben auch an. So. Wir haben kleine Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Dann erstmal das, was du dir leisten kannst, du armer Schlot. Das ist sowieso ein bisschen dumm von mir, mit euch Geschäfte zu machen. Das an denen verkaufen zu wollen, weil es gibt ja unsere Hehler. In diversen Städten. Na doch, doch, doch. Aber... Hier, vorsichtig! Dann ist das doch hier jemand, der... Wie heißen sie nochmal, ne? Wisst ihr? Der Kampfgeborenen, meine ich. Du nicht? Nee, du bist Graumähne. Ey. Ich bin ein Nord wie jeder andere. Da sind gerade die verfeinertsten Feinde gegenüber. Holy shit. Diese Graumähnen. Da läuft gerade einer an dir vorbei. Ein sturer Bock. Mit unserer Freundschaft war es vorbei, als er dem Kaiser den Rücken zuwandte. Warte, Eolund? Passt auf euch auf. Ach, ich dachte, Wigner wäre dein Kumpel gewesen damals. Ach, er und Eolund, okay. Na, ihr alles so alte Säcke. Ja, die Mod werde ich jetzt übrigens bald deinstallieren, die komplette Armor-Mod. Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas ich biete alle mit. Ich kann noch. Für manche ist es und das nachts geil. Sind es Schätze. Ja, Bögen sehen zwar recht toll aus und so, aber ich kann echt nicht schießen. Tut mir leid, es wird wahrscheinlich nie der Fall sein, dass ich einen Bogen hier in Skyrim in die Hand nehme. Habe ich früher mal eine längere Zeit, falls ihr euch Fluis Commentary mal damals umgesehen habt, also schon damals am Start wart, bei dem Let's Play dort von Skyrim. Da habe ich sogar eine lange Zeit fast Bow-Only gemacht, als Waldläufer habe ich gespielt. Ich hatte auch diese Waldläufer-Armor-Mod. Die sah ziemlich nett aus, finde ich. Hatte ja was von den Waldläufern aus Mittelerde. Also, der Herr der Ringe. Von der Waffe her werde ich vermutlich erstmal eine längere Zeit mein Drachenknochenschwert behalten, weil ich das ziemlich geil finde. Und ich wollte halt mehr Vanilla spielen wieder mit Skyrim. Das wird mir spätestens bei der Special Edition gegeben, habe ich schon mal Chris geschrieben. Das heißt, da kann ich wieder Vanilla spielen, Skyrim, weil es optisch dann noch besser aussieht. Momentan ist es ja auch optisch overhauled hier bei mir in meinem Gameplay, was ihr hier seht. Das ist ja alles mit diversen Grafikmods. Ich glaube, ich sollte die mal in der Beschreibung aktualisieren. Da sind ja nicht alle aufgelistet, das sind nur Dark Souls bezogene Mods. Die Armor-Mods kommen raus, weil ich war schon immer der Meinung, die Rüstung hier in Skyrim waren schon immer ganz cool. Man sieht es ja auch so, wenn man im Inventar ist, sie schwebt rum. Ja, ich habe die Rüstung sowieso eine ziemlich lange Zeit getragen. Man kann mir sagen, was man will. Ich habe die... Wann war das? Die Episode hieß auch irgendwie so, die schönste Rüstung, irgendwie 22, 23 war das. Da habe ich angefangen, diese Rüstung zu tragen, inzwischen befinden wir uns, gute Frage. Ich will bei Skyrim Special Edition, zwischenzeitlich wird da eine Pause sein, das könnt ihr euch denken. Ich meine, Skyrim ist ein langes Projekt, da ist es klar, dass ich ab und zu mal eine Pause brauche, weil sonst bin ich irgendwann ohne Motivation bei Skyrim. Bräuchte ich diese ganzen Grafikmods nicht mehr und es sieht sowieso nicht so viel besser aus, wie ihr seht. Ich meine, es sieht nur farbenfroh aus, ich habe eine Wassermod, Schneetexturenmod, Embers-Mod und Schatten-Mod und die Gesichter der Charaktere. Ich glaube, das müsste man bei meinem auch ganz gut sehen können. Der Bug ist jetzt immer noch leider da mit dem mit den leuchtenden Augen. Den muss ich auch noch rausfinden, welcher das ist. Ihr seht ja das Gesicht. Vergleicht mal zum Beispiel bei euch, dass, wenn ihr jetzt auf der Konsole spielt, wo man keine Mods hat, oder sagen wir, ihr habt keine Gesichtsmods, dann sieht das ein bisschen ranziger aus, das normale Skyrim, Vanilla. Und all diese Mods, diese Grafikmods, kann ich dann komplett verzichten, dank der Skyrim Special Edition. Und dafür bin ich Bethesda richtig dankbar. Bethesda ist schon seit Oblivion-Zeiten, ich habe ja Oblivion damals auch zur Release oder kurz danach gekauft und gespielt. Damals noch an der Konsole. Und seitdem ist Bethesda halt mein Lieblingsentwickler. Ich mochte damals Doom 3, das Original übrigens, und Doom 2. 2 war übrigens mein Lieblingsteil. Die BFG-Edition fand ich richtig scheiße, die hat eigentlich viel zu viel verleichtert und... Die Grafik sah schlechter aus als im Original. Nicht, dass ich eine Grafikhure bin, aber die vom Original war ziemlich gut. Das ist im Baujahr 2003 von Doom 3. Was, 2004? Ich weiß nicht. Quake konnte ich nie so richtig genießen. Das war nicht so mein Ding. Prey fand ich richtig gut. Jetzt freue ich mich auch richtig auf Prey 2. Rage habe ich gespielt, fand ich auch nicht gut. Was haben sie noch? Sonst noch? Fallout 3 oder allgemein Fallout 1 bis 3 habe ich richtig genießen können. 4 war nicht mehr so mein Ding. Morrowind war ein richtig gutes Spiel. Oblivion war unfassbar geiles Spiel.
Ich bin heute immer noch so der Meinung, dass wenn Oblivion heutzutage geremastert wird, mit etwas neuerer Engine, so sagen wir, wie bei Fallout 4, das ist ja eigentlich die aus Skyrim, etwas überarbeitet, dann wäre sogar Oblivion in meinen Augen etwas besser als Skyrim. Ich finde halt beide Welten ziemlich schön, aber bei Skyrim ist halt immer der Nachteil. Ich bin der Meinung, dass Reach einfach so ein hässliches Scheißgebiet ist. Tut mir leid, ich bin echt nicht der Fan von Reach. Die Sumpfgebiete hier oben finde ich schön, Einsamkeit, aber hier spätestens an Drachenbrügge hört es auf, da ist die Grenze. Ich ziehe mal mit dem Mauszeiger so rum. Das ist dann die Grenze. Also von, was hatte ich eben gesagt, von Drachenbrügge geht direkt runter, diagonal zu Falkenring, da ist die Grenze. Das heißt, die ganze westliche Seite hier finde ich nicht so schön. Der Süden, der ist viel zu ungenutzt. Da sind viel zu wenig Quests, die stattfinden. Aber ansonsten finde ich, Skyrim ist eines der schönsten Settings. Ist halt einfach so. Himmelsrand gefällt mir. Und so ist es auch mit Cyrodiil. Aber jetzt ist mal Zeit, die Quest endlich mal zu machen. Ich habe sogar den Ort mal entdeckt.